Sport hält jung und fit. Und gerade in Zeiten von Corona ist gemeinsame Bewegung der erste Schritt zurück in die Normalität. Deshalb treffen sich alle, die Lust haben, in den großen Ferien einmal in der Woche zur Sommergymnastik. Und gerade zu diesen Zeiten ist die Freude besonders groß, überhaupt endlich wieder zum Sport zu kommen. Sport war schon immer meine Erholung und meine Freude, Lebensfreude, und ist jetzt noch mehr. So alle zusammen, geht sofort los, geht sofort ab, haben alle ihre Freude dran gehabt bis jetzt. Mitmachen kann jeder. Hauptsache, der Mindestabstand stimmt. Und es ist ein gemischtes Feld aus verschiedenen Abteilungen des Turn- und Sportvereins Neukölln, die auf dem Sportplatz an der Lipschitzallee aufeinandertreffen. Manche von ihnen sind sogar schon über 70 oder 80 Jahre alt. Jutta Borg leitet durch Gymnastik, Tanz und altersentsprechende Bewegungsübungen und hält ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit. Die alten Knochen, die rosten ja so schnell ein, und dann muss man sich halt eben wieder bewegen, ne? Um nicht zu sehr abzubauen und weil ich ja auch darauf angewiesen bin, ein bisschen beweglich zu bleiben. An Sport in der Halle mit 12 Teilnehmern ist momentan gar nicht zu denken. Auch auf ein gemeinsames Ausklingen nach der Trainingseinheit muss momentan leider verzichtet werden. Der Seminarraum, in dem man nach dem Training noch nett zusammensitzt oder einen Kaffee trinkt, bleibt leer. Also ich wünsche mir, dass es so ist, dass die Gruppen wieder zusammenkommen können und in der Halle Sport machen. Ohne den Hallensport im Winter sieht es dumm aus, ne? Wir müssten also gucken, ob wir in Eis und Schnee hier uns auf dem Platz bewegen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Die Hoffnung ist groß. Und vor allem nach den Ferien hofft man auf weitere Lockerungen, damit auch in den Hallen bald wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sport machen können. Bis es soweit ist, werden sich die Sportbegeisterten weiter hier treffen, um gemeinsam fit, aber vor allem jung zu bleiben.